dem Rosenberg, oberhalb der meist nebelverhangenen Klosterstadt, liegt das Institut für Marketing an der Universität St. Gallen. Seit über 50 Jahren diskutieren wir hier wichtigste Fragen aus dem Bereich Marketing. Unser Anspruch war es seit jeher, Wissenschaft und Praxis zu vereinen, eine Herausforderung, der wir uns täglich aufs Neue stellen. Auch im vergangenen Jahr haben wir dieses Ziel mit Nachdruck verfolgt, unter anderem, indem wir notwendige Verstärkung ins Haus geholt haben. Am Institut für Marketing können wir inzwischen auf eine über 52-jährige Geschichte zurückblicken. Ursprünglich wurde das Institut von Heinz Weinhold gegründet und lange auch von Christian Belz geführt. Und uns hat immer die Leitidee beschäftigt des realitätsorientierten Marketing. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, die Praxis hat einen Blick auf die Realität, das ist nicht der allein Richtige, und die Wissenschaft hat einen Blick auf die Realität. Und das ist auch nicht immer die absolute Wahrheit, sondern jeder sieht selektiv einen Teilaspekt. Und wir wollen das zusammenbringen und das nennen wir realitätsorientiertes Marketing. So ist seit Februar 2019 Professor Christian Hildebrand am Institut und bringt im TechX Lab seine Expertise über künstliche Intelligenz ein. Welches war das wichtigste Ereignis im Jahr 2019 für uns? Das war ganz sicher die Berufung von Christian Hildebrand als Professor an unsere Universität und als neuen Direktor des Instituts für Marketing. Christian Hildebrand ist extrem forschungsorientiert und er setzt sich intensiv mit dem Thema Marketing Analytics auseinander. Wirklich ein Thema, das in Zukunft immer mehr Relevanz haben wird und was somit die Stärken unseres Instituts noch deutlich ausbaut. Auch unser Team tapferer Doktoranden ist um 5 neue Gesichter gewachsen. Dafür haben uns 3 frischgebackene Doktoren verlassen, die wir voller Stolz und auch mit ein bisschen Wehmut auf die Welt der Wirtschaft und Wissenschaft losgelassen haben. Im Herbst startete obendrein unser brandneuer Master in Marketing Management. Der Nachschub an klugen Köpfen ist also gesichert. Was wird uns im Jahr 2020 beschäftigen? Das ist natürlich neben der wichtigen Management Education, die wir durchführen, den Study Trips, dem Konsortialprogramm Best Practice in Marketing, wird es insbesondere die Leitidee der Uni sein, From Insight to Impact. Das heißt, wir wollen extrem forschungsorientiert sein, wirklich Marketing Insight schaffen und damit wirklich in der Praxis auch etwas bewegen, um tatsächlich Impact zu entwickeln. Um in Fragen der Praxis und Trends immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, haben wir gemeinsam mit ausgewählten Führungskräften die angesagtesten Innovations-Hotspots unsicher gemacht. Das Silicon Valley, Tel Aviv und Singapur. Bei einer Forschungstagung in Berlin hatten unsere Doktoranden außerdem die Chance, ihre Arbeit zu präsentieren. Doch auch unsere Partnerfirmen und Partner zu Hause haben wir nicht vergessen. 4-mal luden wir zu unterschiedlichen Fokusgruppen im Bereich Best Practice in Marketing ein, 2-mal zu Schulungen. Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft konnten sich dort über ihre Erfahrungen zu aktuellen Themen austauschen. Daneben entstand eine umfangreiche Studie zum Thema Artificial Intelligence. Darüber hinaus haben wir das Jahr hindurch ein ausgewogenes Weiterbildungsprogramm abgehalten. Interessierte Führungskräfte konnten dort das gesammelte praxisrelevante Wissen von Speakern und Dozenten erlernen. Beim Marketing zählt nicht nur der Blick zurück, vielmehr steht die Zukunft im Vordergrund. Forschung ist das Zauberwort hier. Und gerade deshalb ist im vergangenen Jahr einiges passiert. 2 groß angelegte Studien, über 30 Paper und unzählige Bachelor- und Masterarbeiten erschienen 2019. Und nebenbei hat unser Redaktionsteam das Unmögliche geschafft und ganze 6 Ausgaben der renommierten Zeitschrift Marketing Review St. Gallen veröffentlicht. Für 2020 haben wir uns einiges vorgenommen. Wir hoffen, Sie begleiten uns weiterhin auf unserem Weg und bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit. Ihr Institut für Marketing.